In niederländischen Städten sind Geschäftsleute damit beschäftigt, die Fenster ihrer Geschäfte mit Holz zu verbarrikadieren. Alles, weil sie Angst haben, Angst vor anderen Bürgern, die womöglich ihre Geschäfte, die Fensterläden, die Fenster ihrer Geschäfte kaputt machen könnten und dann ihre Läden plündern könnten. Sie versuchen sich zu schützen. Jetzt ist es an sich im Süden der Niederlande, zum Beispiel in Maastricht, gar nicht so besonders, dass Ende Februar die Geschäftsleute anfangen, die Fenster zu verbarrikadieren, und zwar, weil normalerweise um diese Jahreszeit Karneval gefeiert wird. Und Karneval ist im Süden der Niederlande und im Rheinland, auch in Hessen und auch in Süddeutschland, in einigen Regionen, ein großes Volksfest mit hunderttausenden Leuten auf der Straße und damit natürlich auch mit einigen, die zu viel trinken und dann eigenartige Dinge machen. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Es wird kein Karneval, zumindest nicht im gewohnten Sinne auf der Straße geben. Straßenkarneval gibt es nicht, auch nicht Karneval drinnen. Höchstens ein bisschen online schunkeln und tanzen per Zoom-Call oder anderer Call. Trotzdem verbarrikadieren die Geschäftsleute ihre Läden, und zwar weil sie Angst haben vor anderen Bürgern. Einige schreiben in den Social Media: Wo sind wir hingekommen? Was ist los? Was ist los mit dieser Gesellschaft? Was ist los in unseren Städten? Und dann habe ich mir heute ein weiteres Video angeschaut von einer Friseurmeisterin. Eine wunderschöne junge Frau. Und sie hat geweint. Sie hat 5 Angestellte. Kann jetzt die Miete nicht mehr bezahlen, kann ihre Angestellten nicht bezahlen. 5 Leute werden nicht bezahlt, stehen auf der Straße. Sie hat in dem Video gesagt, dass die Hilfen, die ihr versprochen wurden, bis jetzt nicht angekommen sind. Sie hat einen Hartz-IV-Antrag gestellt, Ende Dezember wohl. Auch der wurde nicht bearbeitet. Sie hat in dem Video wirklich geweint, geweint. Sie war nicht den Tränen nahe. Eine erwachsene Frau hat geweint, weil sie hilflos ist, weil sie sich verloren fühlt, weil sie nicht mehr weiter weiß und weil sie natürlich und berechtigterweise sehr, sehr große Angst vor der Zukunft hat. Die Dame beim Amt, die hat, so sagt sie, empathielos, nur ist sie laut geworden und hat keine Empathie, kein Mitgefühl gezeigt. Ja, wo sind wir hingekommen? Wo ist unsere Gesellschaft hingekommen? Was passiert? Ich habe das schon oft gesagt und leider, leider denke ich, dass wir noch durch den ganz großen Sturm durch müssen. Aber Gewalt kann natürlich niemals eine Lösung sein. Es ist keine Lösung. Ich habe das, wie gesagt, auch schon oft gesagt und ich wiederhole es. Warum passiert gerade all das? Es passiert nicht ohne Grund. Gott lässt nichts zu, was nicht zugelassen werden darf. Und ja, wir sind an dem Punkt angelangt, wo uns endlich klar sein sollte, wer wir sind. Dass wir Seelen sind in einem menschlichen Körper, dass wir Aufgaben zu erfüllen haben. Dass es viel mehr gibt als das kleine bisschen hier auf dieser Erde und dass wir anfangen müssen bei uns selbst. Wir müssen anfangen, Liebe zu verbreiten. Nicht auf Social Media über andere herziehen, nicht andere verurteilen. Und das gilt auch für Politiker und das gilt auch für Bürgermeister, die eigenen Bürger verurteilen, statt zu sagen, die Gewalt ist fürchterlich, absolut keine Lösung. Aber wir müssen schauen, wie wir mit dieser Art, mit dieser Bevölkerung, mit diesen Menschen umgehen, wie wir sie beruhigen. Statt zu beruhigen, wird immer mehr Angst gemacht. Immer mehr Druck, immer mehr Angst, immer mehr wird geschlossen. Gott, der Schöpfer, der hat gesagt, das geht so nicht weiter. Wir sind auf dem Planeten der Liebe, der Planet, auf dem wir teilen sollen, auf dem wir lernen sollen. Und wir lernen überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Immer mehr Ego, immer mehr Ellbogen, immer mehr Hauptsache, es geht mir gut. Ich bin nicht betroffen. Ich habe meine Hilfe bekommen. Mir geht's noch gut.
Ich schaffe das noch ein paar Monate. Glauben Sie mir. Wer so denkt, der könnte mal richtig auf die Nase fallen. Es geht ums Teilen, um das Miteinander, gemeinsam füreinander da sein. Wenn ich aus dieser Motivation heraus handle, ist es ganz klar, dass ich alles verlieren werde. Und dann ist natürlich das Leid groß. Der Planet der Egoisten, der Planet des Egos, der Planet des Nicht-Teilens. Wacht auf, werdet wach. Wacht auf, bitte. Es ist wirklich wichtig, dass uns klar wird, weshalb wir hier sind. Es ist jetzt nicht ein bisschen, womit wir zu tun haben. Es ist eine richtig dicke, fette Nummer. Was sind das für diejenigen, die gerade in den Führungspositionen sind und offensichtlich selber nicht genau wissen, was sie tun sollen oder was nicht, wie sie handeln sollen? Es ist ein Chaos. Und es gibt auch Kräfte, und davon bin ich jetzt überzeugt. Ich war nicht davon überzeugt, aber jetzt bin ich davon überzeugt. Es gibt auf diesem Planeten, auf dem wir lernen müssen, natürlich, das Ego ist der Teufel, ist das Böse, ist das Negative. Aber es gibt auch Kräfte, die kommen ganz woanders her. Ich weiß es. Und ich weiß hundertprozentig sicher, dass es einen Schöpfer gibt. Es ist ein wunderbares Gefühl. Es ist wirklich toll. Ich habe lange gebraucht, um diese Sicherheit zu bekommen. Und viele fragen, woher haben Sie diese Sicherheit? Ich habe sie. Es ist ein langer Weg. Es ist viel Arbeit. Es kommt nicht von heute auf morgen. Aber ich weiß, dass ich das, was ich erlebt habe, und ich bin auch durch sehr tiefe Täler gegangen. Und deswegen weiß ich auch, wie die Friseurin sich fühlt, die da gerade weint. Ich weiß, wie sie sich fühlt. Und ich habe Empathie und ich umarme sie von hier aus und schicke ihr Liebe und sage ihr, vertraue, wirklich vertraue. Tue das, was du tun kannst und vertraue, denn es wird alles gut. Übergebe dich dem Schöpfer. Das Amt wird nicht helfen. Das steht fest. Hundertprozentig nicht. Aber gemeinsam kommen wir hier durch. Wir sind gerade an diesem Wendepunkt. Nicht die alten Werkzeuge benutzen, die Werkzeuge der Aggressivität, der Gewalt. Wir müssen die Werkzeuge der Liebe benutzen. Und wir sind an dem Punkt, an dem das funktionieren könnte. Vielleicht zum ersten Mal. Ja, wir müssen uns weiterentwickeln. Das wird uns erzählt, gerade jetzt. Wir müssen uns als Menschen weiterentwickeln. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Bald sind wir womöglich Transhumanisten und können ewig leben. Natürlich können wir das nicht. Das, was ich gerade gesagt habe, was von einer anderen Welt kommt oder von einem aus anderen Dimensionen, wenn man so will. Es gibt Kräfte, die aus anderen Dimensionen kommen und die mir auch hier teilweise das Leben schwer machen. Weil sie wissen, je mehr ich in der Positivität bin, desto mehr versuchen sie hier mit Gegenkräfte zu arbeiten. Aber ich habe meine Methoden, mich zu schützen. Und das tue ich. Diese Kräfte, die aus einer anderen Dimension kommen, die können mit einer Sache überhaupt nicht umgehen. Weil sie das nicht haben, weil sie es nicht fühlen und weil das natürlich das ist, was sie zerstören möchten. Und das ist ganz einfach. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Das Wichtigste, was wir haben, ist die Liebe. Es ist Liebe. Die Seele spürt einzig und alleine Liebe. Die Liebe für uns selbst, damit fängt es an. Und wenn ich mich selbst liebe, nicht aus egoistischen Motiven, sondern aus den Motiven heraus teilen zu wollen, wenn ich dieses Gefühl habe und teile mit allen anderen Menschen auf diesem Planeten, mit so viel wie möglich Menschen auf diesem Planeten, auch mit denjenigen, die ich überhaupt nicht mag, das sind die größten Herausforderungen. Keiner hat gesagt, dass das hier ein Ferienurlaub ist oder was auch immer, ist es nicht. Das sind die größten Herausforderungen. Die Menschen zu umarmen und zu lieben, die ich überhaupt nicht mag, die mir womöglich Schlimmes angetan haben. Aber das ist das,
woraus ich wirklich wachsen kann. Versuchen Sie das mal. Wir sind an dem Punkt, an dem wir zusammenhalten müssen, absolut. Das hat auch das Video der Friseurin gezeigt. Empathie haben wieder. Sie hat über fehlende Empathie der Dame beim Amt gesprochen. Die Dame beim Amt, die wird keine Empathie haben. Sie hat es nicht verstanden. Aber die Friseurmeisterin, die gerade durch dieses ganz tiefe Tal geht, die kommt aus diesem tiefen Tal als ein Wesen voller Liebe. Das spüre ich, das sieht man auch in dem Video. Und sie wird dann sagen, ich habe gelernt, wir sind auf dem richtigen Weg. Nicht mit Gewalt, nicht mit Geschäftsinhaber, die ihre Geschäfte dicht machen müssen mit Holz, weil sie Angst haben vor der Gewalt ihrer Mitmenschen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist die Liebe. In Liebe erreichen wir alles, wirklich alles. Das ist der einzige Weg.